Moin moin, ihr lieben Bauern da draußen. Ich bin auch wieder unterwegs, hier immer noch auf mein, nicht auf mein, also auf dem Hof von meinen kranken Arbeitskollegen. Ja, es kann auch nicht mehr lange dauern. Ich glaube, der ist auch bald wieder fit. Dann kann ich wieder endlich zurück auf meinen eigenen Hof, weil das wird langsam Zeit, weil... Ja, mein Hof wird verkauft. Mein alter Hof wird verkauft. Der wird versteigert. Und mal sehen, was ich mit den Einnahmen mache. Ich glaube, ich werde mir davon... Klein bisschen größeren Hof kaufen. Na, mal gucken. Erstmal sehen, was ich für die Fahrzeuge bekomme. Ich werde alles verscherbeln, bis auf meinen guten, schönen Deutz hier. Den werde ich natürlich behalten. Aber das sehen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Könnte sein, dass in ein paar Tagen echt mein Kollege schon wieder fit ist. Und dann war ich das letzte Mal hier. Aber schauen wir mal. Wir müssen ja erstmal ein bisschen weitermachen hier. Wir müssen nämlich heute auch erstmal... Was müssen wir als erstes machen hier überhaupt? Achso, die Tiere... Kühe füttern. Erstmal die Kühe füttern. Den Wassertank habe ich schon mal aufgefüllt eben gerade. So, jetzt müssen wir da vorne den Tank hier, den müssen wir auffüllen. Geht ja auch nicht weiter rennen, wa? Oh, Vorsicht! Da ist Tante Frieda! Oh! Da war ein Zaun. Ah, wieder mit herrlicher Musik heute. Hintergrund, wenn man hören kann. Ach ja, hier habe ich noch Stroh. Ah, stimmt. Hier muss doch noch Gras rein. Gras. Ich glaube, demnächst muss ich nochmal Gras mähen. Ah, vielleicht ist bis dahin der Kollege auch schon wieder fit und kann das dann selber machen. Oh, ich muss auf dem Hof mal aufräumen. Oh, Vorsicht. Nein. Eieiei, wieder eine Schramme im Anhänger drin hier. Mann, Mann, Mann. Das gibt's wieder Lohnabzug. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da geht ja einiges rein in den Tank hier, ne? Huch. Nein, lauf doch nicht einfach hier durch. So, können wir da noch einen reinballern, oder was? Ich muss eigentlich noch zu den Schweinen und zu den Schafen. Das schaffe ich ja gar nicht. Also nicht in 10 Minuten. So, aber aus zeitlichen Gründen und natürlich... Oh, weil das so warm ist. Wieder hier, was habe ich hier heute? Oh, 26 Grad schon im Zimmer hier. Mann, 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 Mann. Wird Zeit, dass es mal ein bisschen kühler wird wieder, aber naja. Wir haben ja Sommer, ne? Ist ja eigentlich normal. So, oh nein! Eieiei, habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen, ne? Gar nichts passiert, alles in Ordnung. So, wie viel geht denn da überhaupt rein? Wie ist denn der Stand überhaupt von den Tieren? Tiere, da haben wir die Kühe. Wasser. Oh, da ist schon auch nicht was drin. Stroh haben sie auch erstmal ein bisschen. Ja, Wasser reicht eigentlich auch schon. So, das sollte reichen. Ja, maximal erreicht für 6 Tage. Oh, Vorsicht.
6 Tage. Wunderbar. So, dann müssen wir gleich mal zu den Schafen oder Schweine. Wo sind die überhaupt? Die Schweine sind da ganz oben. Dann fahre ich mal zu den Schafen, das ist nicht ganz so weit weg. Zu den Schweinen, das mache ich dann gleich offline. So, muss ich denn lang? Links? Ist da nicht. Wow, 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 wow. So, immer geradeaus. Eieiei, wie sind die Spritpreise heute überhaupt? Naja. Ist ja noch im Rahmen. So, hier rechts, wie man sehen kann, da sind schon die Schafe und die haben auch noch nichts zu essen. Oh, ein braunes Schaf. Nice. Da hätte es noch ein braunes. Cool. Wie viel hat der Kollege überhaupt? Ich glaube 8 Stück oder so, ne? So, ich muss gerade mal gucken, wo führt man das denn überhaupt auf? Hier vorne? Ne. Wo hat er denn seinen Bunker? Hier war ich noch gar nicht. Hallo? Ihr habt nichts zu essen, ne? Ihr habt nur... Die nagen da zwar rum, aber Essen haben die, glaube ich, gar nicht. Schaf, Futtertrug. Ja, nichts drin. Toll. So, wo habt ihr euer Behälter überhaupt für Wasser? Was haben wir hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Nee. Kram, okay. Hier ist die Zucht, ne, würde ich mal sagen. Ja. So, aber hier kann ich was... Nee, hier muss ich... Ich glaube, hier ist es mit dem Wasser, ne? Oder da hinten. Moment, hopf! Was habt ihr denn hier? Ihr habt nur einen Futtertrug, habt ihr hier? Hier kommt auch kein Wasser rein. Nee, Quatsch. Wasser, Schafe. Das muss ja hier vorne das Ding sein, oder? Hopp. So, ich glaube, ich muss da nochmal dichter ranfahren. Nee. Komisch. Wo bekommt ihr denn ihr Wasser hin? Hier hinten vielleicht? Oh, hier haben wir noch mal was. Hier, ne? Nee. Füllstand? Ich glaube, das da vorne ist nur... Ah. Ich glaube, ich fahre ja noch mal lang. Oh, ich muss ein bisschen überziehen heute. Macht ja nichts. Ist ja nur gut für euch. Ich frage mich echt, wo der... wo der Behälter ist. Vielleicht da drin? Nee, da war ich ja eben.
Wasser auffüllen. Hier ist richtig. Wunderbar. Bisschen versteckt. Die maximale Fassungsvermögen des Futtertrugs reicht aus, um die Tiere 6 Tage zu füttern. Das ist doch bloß Wasser. Das ist doch keine... Naja. Vielleicht ein bisschen buggy die Anzeige. Egal. Jo, liebe Leute, ich komme dann mal zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir einen dicken Daumen nach oben da. Und wir gucken hier nochmal rein. Komm. Ein bisschen überzogen hier heute. Macht auch nichts. Schön. Aber schön gemacht hier. Ich glaube, hier ist die Rinder-Dingsbums, ne? Rinderzucht. War nicht direkt neben den Schafen? Aber da sind denn die Rinder, wenn die so weit sind, ne? Naja. So. Hopp. Mal die Schafe streicheln. Eieiei. So. Schön fein. Ja, schön, schön essen, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sie füttern muss, weil die haben noch genug Rasen hier und Gras und alles, aber naja. Das machen wir beim nächsten Mal. Tiere füttern. Außer Kollege ist dann rechtzeitig wieder fit. Dann kann er es selber machen, aber schauen wir mal. Mal sehen, wie es nächste Woche so ist. So, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.